Dieses Beispiel des Klotzes, der sich reibungsfrei entlang der Bahn von B nach A bewegt, soll zeigen, dass es unerheblich ist, auf welchem reibungsfreien Wege eine Masse die Höhe h zurücklegt. Die Endgeschwindigkeit ist immer dieselbe. Deshalb ist zu zeigen, dass die Bahngeschwindigkeit im Punkt A der Geschwindigkeit gleich ist, welche der Klotz im freien Fall aus der Höhe h erreichen würde. Das ist sozusagen ein Beispiel, das einerseits zeigen soll, ohne Reibung ist komplett egal, wie die Bahn aussieht, die Geschwindigkeit am Ende einer bestimmten Höhe ist immer gleich. Das ist der erste Lernpunkt. Ohne dissipative Effekte ist die Geschwindigkeit am Ende gleich. Hängt nur von dem ab, wie hoch Sie das Ding irgendwo runterfahren lassen. Und der Extremfall ist halt freier Fall, klar. Das Zweite, was die zeigen soll, und dazu zeige ich Ihnen dann noch auch das Video, dass man das einmal im Experiment gesehen hat, dass das tatsächlich stimmt, dass die Masse keine Rolle spielt für reibungsfreie Phänomene. Dass die Geschwindigkeit unabhängig von der Masse immer gleich ist. Und dann soll es als Drittes noch zeigen, dass man natürlich auch in der Kinetik mit natürlichen Koordinaten rechnen kann. Das ist hier sinnvoll, dass man ein natürliches Koordinatensystem entlang der Bahn reinzeichnet und mit dem rechnet. Und dann stellt man fest, wenn man die Bahnkurve integriert, es spielt sowieso nur die Höhe beim Integrieren schon eine Rolle, weil ja alles andere von der Normalkraft aufgenommen wird. Das machen wir jetzt. Das machen wir zuerst, zeigen wir es und dann zeige ich Ihnen das Video. Eine kurze Skizze, Punkt A, Punkt B, irgendwo hier soll die Kiste sich gerade befinden. Wir haben hier eine Höhe h und wir haben natürliche Koordinaten, tangential und normal. Und natürlich eine Gewichtskraft und damit auch eine Komponente entlang der tangentialen Achse für die Gewichtskraft, m mal g mal irgendein Sinus Theta, der Winkel, den nenne ich Theta hier. Und eine Geschwindigkeit, V. Was wissen wir über die Geschwindigkeit noch aus der Kinematik? Genau, da gibt es nur eine Tangentialkomponente. Die Geschwindigkeit ist immer tangential zur Bahn. Das ist ein Punkt, den man natürlich da wiederum verwendet in den natürlichen Koordinaten. Dann schauen wir mal, wie schaut es mit Energieerhaltung überhaupt aus. Ich lege da unten das Nullniveau hin für die Energie und wie geht es mit der Energieerhaltung? Für den freien Fall gilt ja, dass die kinetische Energie am Punkt A plus die potenzielle Energie am Punkt A gleich sein muss wie die kinetische plus die potenzielle am Startpunkt B. Wenn man es aus der Ruhe starten lässt, dann ist natürlich bei B die kinetische Energie 0 und im Nullniveau bei A ist die potenzielle Energie 0. Das legt man sinnvollerweise dorthin, weil sonst kriegt man ja nicht mehr raus wie irgendein Differenzterm. Und die Masse ist m, das heißt, wir haben m mal v Quadrat halbe an der Stelle A auf der linken Seite für die kinetische Energie und m mal g mal h auf der rechten Seite. An der Stelle, das ist oben bei B, wo der Körper ruht. An der Stelle ist schon klar, m kürzt sie raus und damit muss das unabhängig von der Masse sein und wir kriegen für das V das bekannte Wurzel 2gh raus. Das vermutlich die meisten schon irgendwie aus der Schule kennen oder so. Und das soll mir jetzt zeigen, dass das mit der Kinetik auch rauskommt. Wenn man nur an der Geschwindigkeit interessiert ist und wir haben gerade festgestellt, es gibt nur eine Tangentialrichtung, dann schauen wir uns nur die Tangentialrichtung an. Die normale brauchen wir ja gar nicht. Wozu? Also, Summe aller Kräfte in Tangentialrichtung ist natürlich m mal a tangential. Beschleunigung gibt es natürlich in die Normalrichtung schon, aber die hat keine Auswirkung auf die Geschwindigkeit. Deswegen brauchen wir es nicht. Was ist tangential? M mal G mal Sinus Theta ist Tangentialkraft.
der Anteil der Gewichtskraft, der da tangential wirkt. Die Normalkraft wirkt immer in normalen Richtung. Und da und auf der rechten Seite m mal at. Auch hier fällt schon, man sehe und staune, die Masse weg. Und damit kriegt man für das a-Tangential ein g mal Sinus Theta. Und jetzt da machen wir die zeitfreie Gleichung, oder? Vdv ist a t, haben wir gesagt sogar, beim Herleiten für gekrümmte Koordinaten ds. Eben wieder aufgrund der Tatsache, dass V nur tangential wirkt. Kann auch da nur die tangentiale Beschleunigung drinnen stehen. Und die Höhenkomponente von dem Weg, das dy, ist ja Sinus Theta ds immer. So, und jetzt sieht man schon, da oben haben wir auch Sinus Theta drinnen und hier haben wir Sinus Theta drinnen. Wenn man das ds hier einsetzt, dann kürzt sich das Sinus Theta raus und man kriegt nur mehr Integral über g dy. Wir machen also links das Integral von 0 bis v, v tilde dv, und rechts von 0 bis s, g sinus theta ds, und für das ds setzen wir jetzt hier ein, weil ds ist ja dy durch sinus theta, dann kürzt sich das sinus theta raus, Integral 0 bis s, g, Entschuldigung, s ist jetzt nicht mehr richtig, nein, machen wir es trotzdem so, 0 bis h natürlich, wenn wir über y integrieren. Das ganze s ist in y-Richtung der Höhenunterschied h. Und jetzt links kommt natürlich v Quadrat halbe aus dem Integral raus und rechts kommt g mal h raus. Und das ist genau das, was in der Energieerhaltung steht. V ist also Wurzel 2gh. QED macht man da. So.